Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir springen rein und... Als wer hatten wir gespielt? Azazel, ne? Ich glaube ja. Ja. Drücken random. Und bekommen... Kane, alles klar. Ja, mit Kane haben wir sowieso noch einiges zu tun. Curse of the Labyrinth, kein Problem. Wir haben den ersten und den zweiten Floor auf einmal und als Kane finden wir erstmal hier Enchanted Rock und starten mit relativ hohem Damage und dem Lucky Foot oder Luck Foot, je nachdem. Bombe haben wir leider keine. Bomben-Item? Tiny Planet? Nope. Keine Chance. Dann düsen wir mal hier rüber. Noch ein Enchanted Rock. Ihr seid ganz schön fix drauf. Machen wir euch mal fertig. Ladung für ein Spacebar-Item. Haben wir nur leider noch keins. Okay, Tarotkarte. The Tower? Nein, Wheel of Fortune. Spawnt einen einarmigen Bandit. Da ist unser zweiter Item Room und unser dritter Tinted Rock. Und eine Pille. Range down. Und Poly... Jesus, really. Der Seed ist NW9Z TW2B. Für die Leute, die zu Hause mitspielen wollen. Jetzt wäre sogar Tiny Planet durchaus eine Option. Und wir zerstören so ziemlich alles, was uns in den Weg kommt. Das ist ja furchtbar. Wir spielen aber auf Hard Mode, oder? Ja, gut. Dann arbeiten wir jetzt hier gleich mal an unserer Komplettierungsrate. Klitzekleines Nugget. Bombe. Dann hätte ich gerne einen von den Tinted Rocks. Am liebsten... Zwei, drei. HP Upgrade? Nein, okay. Obwohl, nee, dann lasse ich den da mal in Ruhe. Jag den Tinted Rock in die Luft. Ey, Bombe, Spirit Hearts, Secret Room. Drei Pillen. Full Health, nice. Halt, nehmen wir die zweite gleich noch mit. Du warst Range Down? Ja. Okay, schnappen wir uns die hier. Düsen hier rüber. Eins, zwei, drei. Full Health und 1, 2, 3. Dead Cash. Jetzt haben wir schon 13 Cent, fast genug für den Shop. Oh, checken wir mal schnell die Häufchen hier. Entschuldigung. Und jagen den nächsten Tinted Rock in die Luft. Joink. Mehr Spirit Herzen, halbes rotes Herz. Schön, schön. Oh, und spielen nochmal hier. Nochmal 5 Cent. Shop Money. Sehr gut. Peilen wir mal hier oben. Da ist dann auch unser Shop. Zumindest nehme ich mal an, dass das unser Shop ist. Pff, direkt nochmal Herzen. Und Shop. Okay, Bible ist mir relativ schnurz. Wir kaufen uns die Bombe und den Schlüssel und düsen ab. So. Spielen wir hier gerade noch mal ein bisschen weiter. Ey, Ivy Bag. Oh. Portable Blood Bank. Im Endeffekt... Ja, noch ein Spirit Hearts. Schön. Im Endeffekt wie eine Blutbank, nur als Spacebar-Item. Also nicht hundertprozentig interessant für uns. Ah, dang it. Da bin ich genau reingelaufen. Halbes rotes Herz und den letzten... Oder die letzten zwei Hopper. Sehr gut. Und dann suchen wir unseren Boss. Ah, gefunden. Also, Fettis können wir noch nicht one-hitten, aber wir sind nicht weit davon entfernt. Wen haben wir denn? Gurglings. Okay, erster Gurgling ist tot. Und zweiter Gurgling ist tot. Squeezy, Tiersub und zwei Spirit-Herzen. Tiersub ist mir sehr willkommen. Und der zweite Bosskampf ist gegen Dingle. Ups, den Charge habe ich irgendwie ein bisschen verpeilt, dass der kommt.
Ja, Dingel ist so gut wie tot. Und Dingle ist tot. Nugget ist tot. Und Stem Cells, HP Upgrade. Joink. Kriegen wir hier Feines. We need to go deeper. Jetzt. Whoop. Nicht so direkt Interesse. Schnappen wir uns das. Ich räusper mich mal kurz. Moment bitte. Und bevor wir auf den nächsten Floor verschwinden, checken wir mal noch die unerforschten Räume. Vielleicht finden wir ein Curse Room mit einem Item. Oder auch ein Dice Room, der den Floor rerollt. Das wäre auch nochmal interessant. Und dann wären wir sonst hier soweit fertig. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Okay. Bomben und Kleingeld. Schön. Ja, wir haben schon wieder genug Kohle für den Shop. Und ein Curse Room. Mit einem Item. Told ya. First Floor Goathead. Ist sehr, 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 sehr cool. Garantiert uns Deals mit dem Teufel. Ist sehr willkommen. Und dann sind wir hier soweit fertig. Top Secret Room hat 1, 2, 3 Locations. Das ist es mir nicht wert, da großartig zu checken. Gerade schon gerade nicht, wenn wir nur 2 Bomben haben. Also lassen wir das bleiben und düsen auf den 3. Floor. Caves 1, Catacombs 1. Catacombs 1, Mob Trap. Item? Item! Taurus, Speed Down und Rage is Building. Okay, dann kennen wir doch mal so ein paar Tapeworms hier. Dann kennen wir mal noch so ein paar andere Tapeworms. Whoop. Da war ich gerade so ein bisschen abgerutscht. Und joink. Mob Trap abgeschlossen. Bomben. Okay, was haben wir hier? Hives. Kein Problem. Sterbt allesamt. Joink. Hervorragend. Halbes rotes Herz. Können wir direkt einsammeln. Und dann gehen wir weiter hier hoch. Ein paar grüne Nubbins. Gut Boils. Whoop. Mission abgeschlossen. Noch ein halbes rotes Herz. Und Fettis in Farben und Formen. Oh shit. Mein Bildschirm flackert. Okay, alles wieder gut. So, du bist die nicht kreisschießende Sorte. Flatworm. Whoop whoop. Und eine unbekannte Pille. Checken wir erstmal den Item Room. Charm of the Vampire. Ist jetzt nicht direkt wichtig. Pille ist Telepill, sowas hatte ich mir schon gedacht. Aber wir sind eh nur einen Raum weiter teleportiert worden. Von daher, so risky war es dann doch nicht. Ja. Dann können wir einmal schnell den Ivy Bag benutzen und das andere halbe rote Herz aufheben. Und begeben uns weiter auf die Suche nach dem Boss. So, checken wir doch mal hier rechts. Mehr Nubbins. Whoop, dang it. Okay, das hat den Raum dann so ziemlich fast abgeschlossen. Wandviecher, Silkworms und ein Cent. Das dürfte ein Shop sein, in den wir aber nicht reinkommen. Wir haben keine Schlüssel. Und sind dann auch hier drüben mit den Quadranten fertig. Dann checken wir mal schnell hier unten. Whoop, dang it. Fail. Erwischt. Und noch eine Bombe. Okay, na komm her. Komm her, Spinne. Erwischt. Truhe. Kleingeld und Bomben. Girdlings, Quatsch. Gurgles. Zweiter verschlossener Raum. Haben wir etwa eine Library? Entweder eine Library oder ein Chest Room, wie es aussieht. Checken wir mal hier. Okay, Shop, Spirit Hearts, PhD wäre durchaus interessant. Kaufen wir. Spirit Hearts kaufen wir. Pille ist Balls of Steel. Ha, perfekt, das lohnt sich doch direkt. Zahlen noch einen Cent in die Donation Machine ein. Unser Ziel ist weiterhin 999
Cent einzuzahlen. Mist. Und komm. Schieß. Schieß. Komm, Turret. Schieß. Das ist übrigens Taurus gerade. Ja. Truhe. Kleingeld. Bomben. Und Boss. The Husk. Turbo Husk Variante. Sollten wir hinkriegen. Deal dürfte uns auch garantiert sein. Denkt dran, wir haben Goathead. Ja, Screw. Tears Up und Shotspeeder. Und drei rote Truhen vom Deal. 9 Lives. Okay, eine Luck-Up-Pille ist schon mal schön. Range-Up ist auch schön. So, und wenn wir sowieso 9 Lives nehmen, können wir uns mal ganz gekonnt erstmal alles an Leben leer saugen und bam! So, jetzt machen wir noch einmal Bloodbag. Jetzt haben wir 30 Cent. Schön. Ja, okay, jetzt haben wir 31 oder 32. 32, noch schöner. Und dürften jetzt permanente, dang it, Polaroid Invincibility haben. Sobald wir das Polaroid haben, verständlicherweise. So, das heißt, wir sind jetzt ein Drittel auf dem Weg, Guppy zu werden. 32 Cent, 33 Cent. So, dann jagen wir mal ein paar Pilzchen in die Luft. Vielleicht gibt es ja noch das All-Stats Upgrade. Oder eine Full-Health-Pille und nochmal 2 Cent. So, schön. Dann checken wir mal nochmal schnell hier oben, ob ich irgendwelche Pilze übersehen habe. Denn Pilze können den Magic Mushroom droppen. All-Stats Upgrade und so, wie erwähnt. Und ansonsten habe ich jetzt auch eine grobe Vorstellung davon, wo unser Secret Room ist. Den könnten wir auch nochmal überprüfen. Aber erst gucken wir nochmal schnell hier oben. Den Pilz werde ich nicht in die Luft sprengen. Da kommen wir nämlich nicht dran. Flatworm. Und ein einzelner Cent. Okay, das war Charm of the Vampire. Gut, dann Secret Room. Und dann ganz kurz Shop Val Donation Machine. Okay, hier ist nicht der Secret Room. Dann ist der Secret Room, vermute ich mal, hier rechts. Okay, ich vermutete falsch. Dann wäre die andere Vermutung hier rechts. Ja, Secret Room. Mehr Kleingeld. Und zwei Pilze. Ne, ein Pilz. Und leider immer noch kein All-Stats Upgrade. Gut, dann, weil wir es können, kaufen wir uns schnell noch die Bombe. Das rote Herz. Worth it. 44 Cent. Und dann zahlen wir mal ganz gekonnt ein bisschen Kleingeld ein. Hervorragend. Okay, kurz warten und nächster Floor. Okay. Caves 2, Catacombs 2. Catacombs 2 und Curse of the Lost heißt, wir können die Map nicht sehen, unabhängig von den Items, die wir haben. Zur Erklärung übrigens, Charm of the Woo. Also nicht Charm of the Woo, sondern Charm of the Vampire. Heilt uns für ein halbes rotes Herz nach x Gegnern. Curse Room, 2 schwarze Herzen, hervorragend. Wenn ihr im Hintergrund gleich ein Summen hört, das sind meine Fenster, die zugehen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Noch eine Bombe. Die gehen automatisch auf und zu. Und, jo, dann wäre da rechts schon mal abgehakt. Dann geht's doch jetzt mal als nächstes hier lang. Algis Resistance. Und 2 Bomben für eine normale Truhe. Ach, why not? Dann machen wir doch gleich 3 Bomben draus. Noch eine Pille. Noch eine Balls of Steel. Schön. Worth it. 2 Spirit Herzen. Und nochmal ein ganzer Haufen Cash in der Truhe. Okay. Gucken wir doch erstmal hier unten. Hier könnte ich nochmal eine Truhe opfern. Eine Bombe. Ich bin durchaus in Versuchung. Jupp, ausweichen. Ah, du bist einer von der Sorte, der stirbt und dann Item Room. Lard, HP Upgrade und Speed Down. Ja, jetzt sind wir so richtig schön Slow Motion. Und keine Tür, keine Tür. Okay, also ist auch hier ein Dead End.
Und wisst ihr was? Fuck it. Wir legen hier eine Bombe. Gehen kurz in Deckung und noch eine Pille. Range up. Joink. Schnappen uns wieder unsere Rune. Da gehen gerade meine Fenster zu. Und wir checken mal hier links. So, das war doch schon mal schön. Okay. Dang it. Du bist tot. Du bist tot. Und da ist auch schon wieder eine Bombe. Checken wir mal den Boss Trap mit einer goldenen Truhe. Wäre zwar sehr interessant, können wir uns aber nicht leisten. Wir haben nämlich keine Schlüssel dafür. Dann, dang it. Übersehe ich erstmal ein paar Gegner. Und mache das am besten mehrfach, weil es so schön ist. Das kann ich ja so gut. Dann killen wir hier mal schnell die Bielicke, schnappen uns den Cent und stellen fest, auch hier ist kein Boss. Das heißt, das Bürschchen ist dann wohl nach da oben hinweg. Ja, hier lang, hier lang, hier lang und hier hoch. Psychic Maw und Ninja Spinne. Ja, bisschen ausweichen. Schlüssel. Mehr Bielicker. Bielicker 1 ist fast tot. Bielicker 1 ist tot, Bielicker 2 ist tot. Goathoof Speed Up in Trinket Form, finde ich gut. Jetzt sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Das schwarze Herz kann man sogar mit einem Trick einsammeln. Ihr müsst einfach nur hier eine Bombe platzieren, dann kommt ihr da dran. Ansonsten checken wir mal hier oben. Gurgles. Kein Problem, kriegen wir hin. Sag ich doch. Häufchen, nichts drinne. Und nichts drinne. Dann machen wir doch als nächstes mal hier Tabula Rasa. Okay, ihr seid alle fertig. Dang it. Ja. Und Pilze. Magic Mushroom. Nope. Range up. Wie sieht unsere Range aus? Schon mal nicht verkehrt. Ja. Zerstören schnell die Häufchen. Eine Bombe haben wir noch, die sparen wir uns erstmal. Aus offensichtlichen Gründen, wie ich hoffe. Tinted Rocks könnten ja immer noch den Small Rock enthalten. Alter! Kannst du dich mal so ein bisschen entspannen hier? Ein Cent und wir kämpfen gegen The Hollow. Das dürfte die Dinge durchaus etwas einfacher machen. Das war das. Range Upgrade. Angel Room. Celtic Cross. You feel blessed. Jedes Mal, wenn wir getroffen werden, haben wir eine Chance, dass wir ein Schild bekommen, so wie Book of Sin. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt und sinkt mit unserem Luck Stat. Und wir machen mal noch schnell den Raum hier. Kriegen noch eine Bombe, hervorragend. Und prüfen nochmal kurz hier. Oh, eine Arcade. Cool. Noch ein Cent. Checken wir mal die Arcade. Judgments. Ganz viele Judgments. Oder Beggars, wie sie ja eigentlich korrekterweise heißen. Noch eine Bombe, finde ich gut. Schlüssel. Und ein HP-Upgrade. Joink. Dann spielen wir jetzt mal schnell hier ein bisschen. Mit dem Schild ist das sehr cool. Oh, dang it, das war einmal zu viel. Mehr Cash, leider kein HP-Upgrade. Jagen wir das hier mal schnell in die Luft. Noch ein rotes Herz, schön. Komm schon. Oh. Okay, dann sind wir hier soweit erstmal fertig ganz kurz. Wir haben nicht genug Schlüssel für den Keybagger. Also, obwohl, wir haben ja auch noch die Algis-Rune. Dann würde ich sagen, da ist unser Schild. Komm schon, HP-Upgrade. HP-Upgrade. Ey, HP-Upgrade. Oh. Oh, das können wir jetzt beliebig durchziehen hier. Für ein gratis Deal-Item. Tarotkarte. Mom's Coin Purse. 4 Pillen. Tarotkarte ist die Chaos Card.
Erste Pille ist Balls of Steel, finde ich gut. Wir haben eine Full Health, finde ich gut. Wir haben eine Telepills, eine Tears Up, die finde ich auch noch klasse. Eine Luck Up. Schnapp uns schnell das. Das HP Upgrade. Die Telepills. Na, versuchen wir mal die Chaos-Karte, was passiert? Anscheinend nicht viel. Geben dem Keybagger nochmal gemütlich zwei Schlüssel. Schnappen uns unsere Telepills. Teleportieren uns mal kurz in die Pampa. Okay, ich weiß, wo wir hier sind. Hier sind wir falsch. Gehen wir mal schnell hier hoch. Hier nach rechts. Hier nach rechts. Hier nach oben. Bomben mal schnell hier und hier. Kein Magic Mushroom. Immer noch kein Magic Mushroom. Okay, schade. Gehen wir hier hoch und sagen, ab auf den nächsten Floor. Dann süffel ich mal ganz kurz an meinem Kaffee. Bis gleich. Und sind auf den Depths 1 mit Curse of the Unknown. Heißt, wir sehen nicht, wie viel Leben wir haben. 19 Minuten. Das sieht nicht danach aus, als würden wir es noch hinkriegen, den Boss Rush zu machen. Zwei Schlüssel für eine goldene Truhe ist ein bisschen übertrieben. Dann töten wir mal schnell die Wies hier. Also V-I-S, nicht W-I-E. S. Und... Oh, dang it. Dann begeben wir uns auf die Suche nach dem Boss. Wie immer. Oh, der Chubba hat getroffen. Der Chubba da nicht glücklicherweise. Das Doppelwies konnte ich noch schnell genug ausschalten. Der Champion Chubba hat eine Ladung für unser dang it, Spacebar-Item. Und der Raum dürfte dann gleich abgeschlossen sein. Noch eine Spacebar-Item-Ladung. Truhe mit Bomben und Kleingeld. Schönes Ding, schönes Ding. Und wir haben zwei Chads. Okay. Du dürftest ja auch nicht mehr lange leben. In dich konnten wir reinlaufen. In dich konnten wir ein bisschen reinlaufen. Ihr seid fertig. Rotes Herz. Tinted Rocks sehe ich soweit keiner, an die hier rankäme. Und dann checken wir mal hier links. Upp, Brimstone-Viecher. Dang it. Hätte das Knochenteil nicht geblockt, hätte ich das Brimstone-Vieh noch erwischt. Okay. Geister. Oh, dang it. Vier Stück an der Zahl. Da ist der Schild von Celtic Cross. Da ist der Effekt von Taurus. Da ist noch ein Ranger. Hier oben ist nichts mehr weiter. Whoop, checken wir mal hier unten. Da ist unser Item Room. Und ein ganzer Haufen Wies. Wies ist tot. Wies ist tot. Mist. Und Wies ist tot. Keine Drops. Item Room. Oh, welches bist du? Aquarius, Trail of Tears. Wir verteilen hinter uns Creep, das Gegner Schaden zufügt. Finde ich gut. So, dann würde ich sagen, wenn hier sowieso ein rotes Herz rumliegt. Eins, zwei. Joink. Fast 99 Cent. 100 Cent geht ja nicht. Schnuggeln wir mal schnell hier durch. Gucken hier unten. Da war ein Tinted Rock. Upp. Und Knights. Okay, Knight A, Knight B, drei Kamikaze-Fliegen für uns, finde ich schön. Die verursachen das Doppelte unseres Base-Damage und der ist aktuell recht hoch. Polyphemus sei Dank. Und gucken mal hier links. Wir haben ein paar Guts. Das Spiel fangen mit unseren Kamikaze-Fliegen. Oh, und ich sehe einen Tinted Rock. Hallo, hallo. Small Rock? Nope. Spirit Hearts. Boss. Sieht noch nicht danach aus. Floating Knights. Schlüssel. Fetti. 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 Na komm. Und Fetti. Truhe. Ringworm. Na, danke, aber nein, danke. Tinted Rocks. Erspähe ich keine. Wupp. Das Stationary Turret hätte mich fast
erwischt. Truhe. Na? Noch eine Ranger. Dann ballern wir hier mal schnell eine Bombe hin für die andere Truhe. Haben wir hier. Ein Schlüssel. Und ein rotes Herz. Da ist unser Shop mit der Blank Card. Spirit Herz. Tears up. Ladung für ein Spacebar Item. Das hat für sich selbst gezahlt. So. Schnappen wir uns das. Und das. Fast wieder volles Geld. Knochentrocken 1 und 2. Noch eine Truhe. Ja. Jetzt haben wir volles Geld, volles Leben und kämpfen gegen Loki. Wipp. Loki dürfte nicht allzu lange dauern. In der Tat. Loki mit Melee gekillt. Wow. Und ein Speed-Upgrade. Finde ich hervorragend. So, Krampus. Nein, aber The Nail. Und The Nail finde ich gut. Mit The Nail können wir nämlich so viele Steine in einem Raum zerstören, wie wir wollen. Außerdem kriegen wir bei jeder Benutzung ein Spirit Herz. So, dann machen wir das doch mal direkt hier. Sieht gut aus. Viele Steine. Man weiß ja nie, was man so alles findet. Ihr solltet nur aufpassen, dass ihr nicht über einen Bombenstein lauft. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Wie es scheint, leider kein Black Market und kein Gratis-Item. Das Speed-Up ist wundervoll gerade. Checken wir doch mal den Raum hier. Miniboss-Kampf gegen Ouch, Rev. Rev ist tot. Bombe, Ruhe, Kleingeld. Nailen wir uns doch mal schnell. Tinted Rock, Spirit Herzen, cool. Wieder nichts Interessantes. Volles Leben. Jetzt haben wir hier noch eine Ladung für unser Spacebar Item. Jetzt bräuchten wir noch einen Raum mit vielen Steinen, an die wir drankommen, wohlgemerkt. Also der eine Raum da fällt flach, da der andere. Hier ist noch eine Blutbank. Dann Tiersappen wir uns erstmal. Range-uppen uns. Das hat uns jetzt zwar leider ein bisschen Spirit Hearts technisch was gekostet, aber hey. Und dann prüfen wir doch hier unten nochmal kurz die Räume. Wie gesagt, hier kommen wir nirgends dran. Gab es hier nicht noch irgendwo viele Steine? Hier nicht. Hier auch nicht. Gut, dann machen wir den Raum da rechts. Joink. Auch wieder kein Black Market, schade. Und auch kein Retro Room. Dann düsen wir jetzt auf den nächsten Floor. So, mal schnell hier hoch, da kann schon mal kein Secret Room sein. Oh, hier ist noch ein Unerkundeter, sehe ich gerade. Haben wir hier. 4 Wies. Ah, komm schon. Kommt, geh aus, Rage. Schön, Truhe. Bomben und Kleingeld. Oder Bombe und Kleingeld. Ich weiß gar nicht, warum ich das Cash überhaupt noch einsammle. Das lohnt sich ja gar nicht mehr. Und dann ab auf den nächsten Floor. Joink. So. Depths 2, Necropolis 2. Okay, Necropolis. Gucken wir mal hier. Keeper, Hänger, Keeper und Fliege. Truhe mit einer Bombe. Kleingeld wird jetzt einfach ignoriert. Doppelwies. Mehr Doppelwies. Mehr Doppelwies und mehr Doppelwies. Truhe. Paralyzes. Zählt als neutrale Pille. Dann bomben wir doch mal schnell hier. Goldene Truhen, immer interessant. Jupp, Schlüssel, Bomben. Curse Room. Contract from below. Wealth, but at what cost? Consumable Drops und Truhen droppen alle doppelt. Nur haben wir dafür auch eine höhere Chance auf Double Trouble Bosse. Also zwei Bosse in einem Raum. Natürlich zweimal denselben Boss, aber trotzdem zweimal. Dann würde ich hier auch nochmal gemütlich schnell mal zwei Schlüssel opfern. Wer weiß, Max's Head oder ein Guppy-Item. Oder ein rotes Herz. Pff. Nubbin, Nubbin und Nubbin. Gut. Bomben. Das ist dann der besagte Doppel-Item-Drop oder Doppel-Consumable-Drop, den ihr da gerade gesehen habt. Keine Tinted Rocks.
Ups, ein paar Masks of Infamy. Dang it. Okay. Das ist jetzt richtig doof. Okay. Erstes Herz. Zweites Herz. Und drittes Herz. Hervorragend. Raum überstanden. Dann nailen wir uns doch mal direkt. Nichts von Interesse. Doppelt verschlossener Raum. Cool. Dann erstmal das. Und das. Raum abgeschlossen. Doppeltrollbombe. Drops ein Spirit Herz. Dankeschön. Und ein doppelverschlossener Raum. Interessant wäre es ja. Aber erst hätte ich dafür gerne noch einen weiteren Schlüssel. Ihr wisst schon, so als Rückversicherung und so. Homing Tears Anuswolke. Immer wieder kleine Mistviecher. Und ich habe festgestellt, wir müssen ja auch noch ein paar einarmige Banditen in die Luft jagen. Ja. Bomben, cool. Aber nicht notwendig. Jetzt haben wir hier noch ein paar Hänger. Oh, ihr könnt jetzt gar nichts mehr machen. Raum abgeschlossen, Kleingeld. Und das ist der Mums-Foot-Boss-Kampf. Lassen wir mal bleiben. Checken wir mal hier rechts. Haben wir hier mehr Fettis und ganz viele Steine. Hier wäre... durchaus gleich Vanille. Sehr interessant. Ouch, Creep, dang it. Rote Truhe. Curved Horn, Damage Upgrade, schön. Telepills, na. Balls of Steel, schon eher. Das dürfte der Shop sein. Die Habit. Kaufen wir. Mums Key. Kaufen wir auch. Haben wir noch zwei mehr Schlüssel. Kaufen uns noch den normalen Schlüssel. Die... Itemladung müssen wir uns noch nicht kaufen. Wir haben noch eine gewisse Chance, da oben in dem unerkundeten Raum noch was zu finden. Aber erstmal checken wir hier den doppelt verschlossenen. Cool. Uncool, meine ich. Ist doof. Wir können nicht weiter Cash einzahlen. Richtig, richtig. Schnappen uns das Zeug. Gehen weiter nach oben. Gucken mal hier. Interessant. Bombentruhen sind immer sehr lohnenswert, finde ich. Ja, Cricket's Head, Damage Upgrade. Oh, dang it. Und, yo, jetzt sind wir so richtig Overkill. Was haben wir hier noch so? Ah, stimmt ja, unser Item Room, da war ja was. Checken wir mal. Teleport, Spacebar Teleport, das macht, was auf der Verpackung steht. Jedes Mal, wenn wir die Spacebar drücken, werden wir irgendwo hinterdeportiert. Ich weiß nicht, ob das auch für den IM Error Room gilt, falls es den noch gibt. Und kein Secret Room. Dann gehen wir doch mal schnell in den anderen Raum mit den ganzen vielen Steinen und checken mal, was wir da so finden. Juckeln wir mal schnell hier rüber und... Joink. Sieht bis jetzt recht unerfolgreich aus. Natürlich auch immer schön die Schädel zerstören. Na. Paralyses, Telepills. Nehmen wir mal die Telepills mit. Und gehen zu Moms Foot. Hi Mom. Ajo, also damage-technisch. Können wir uns hier echt nicht beschweren. Da ist Rage. Ja. Fuß. Das war Mom. Ah, du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Polaroid. Little Brimstone. Na. Range Up, gerne. Paralyses. Nicht ganz so gerne. Wie sieht unsere Range aus? Massiv, wir bleiben bei den Telepills. Tinted Rock sehe ich auch keinen und verschwinden auf den nächsten Floor. So, kleinen Moment bitte.
Okay. So, und wir kommen in Utero 1 mit Curse of the Blind. Heißt, wir kriegen zwei Items, sehen aber nicht, was die Items sind. Finde ich leider nicht ganz so cool. Aber nichts, was ich dagegen tun kann. Range up. Like. Telepills. Wieder nehmen. Große Spinnen. Laseraugen. Zwei Truhen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte auf dem vorigen Floor. Cricket Set. Damage Upgrade. Und dann checken wir mal hier. LOL-Viecher. Also beziehungsweise so komische Gehäusewürmchen. Oh, The Tick wollen wir nicht. G-fucking-G-Dingel. Jetzt brauchen wir noch einen Raum mit vielen Steinen. Wenn möglich. Gazing Globins, kein Problem. Weißes Maul, kein Ding. Mehr Kleingeld. Zerstören schnell das hier. Gucken wir mal hier. Nächster Raum. Leeches. Okay, noch zwei Truhen. Mehr Bomben. Mehr Kleingeld, mehr rote Herzen. Keinerlei Verwendung dafür. Aber es ist schön, schon wieder so overpowered zu sein. Also overpowered jetzt nicht unbedingt, aber so richtig schön ein bisschen Rums dahinter zu haben, ist toll. Mob Trap. Normale Truhe. Na. Anderes Auge, Pushpin, kein Interesse. Also, der einzige Pfad, den wir nicht gecheckt haben, ist natürlich wieder mal einer unten am Spawn. Laseraugen. Okay. Oh, dang it. Okay, mit der Rage dann mal schnell hier die Drips zerstören. Rote Truhe. Trollbomben. Leider kein Guppy-Item. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir noch zu Guppy werden könnten. Ja. Ein paar Floormaster, mehr Truhen. Oh, goldene Truhe. Shit, keine Schlüssel. Naja, gucken wir mal hier. Interessanter Raum, aber jetzt nicht direkt interessant vom Inhalt her. Sinnloser Raum. Der soll nur nerven. Nicht mehr, nicht weniger. LOLFACE 1. Puter 1. Puter 2. LOLFACE 2. Und LOLFACE 3. Mehr Truhen. Schlüssel. Haufen Kleingeld. So. Dann checken wir doch mal die goldene Truhe. Joink. Item. Tammy's Head. Reusable Tearburst. Der geht jetzt ab wie ein Schnitzel, oder? Oh yeah. Aber nee, wir bleiben bei The Nail. Tammy's Head wäre nur geil, wenn wir Brimstone hätten. Oder ich nehme mal an, mit Technology müsste es auch funktionieren. Judgment. Hallo, Judgment. Bombe. Joink. Okay, dann können wir uns jetzt einfach gemütlich hier oben in die Ecke quetschen. Und mal gucken, was passiert. Okay, rotes Herz. Bombe. Schlüssel. Schlüssel sind mir schon mal willkommen. Und ein Item. Breakfast. Noch ein HP-Upgrade. Schnappen wir uns mal schnell das Bömpchen. Den Schlüssel. Gucken, kriegen wir Geld wieder voll? Ja, kriegen wir. So, schön. Girdlings. Girdles. Tote Girdles. Haben wir hier. LOLFACE. Und ein Guts. Und ein Dead End. Gucken wir mal hier. Oh, Doppelgänger. Tschüss, Doppelgänger. Mein Geld. Und ein Bosskampf gegen Terra Whoops. Also Terra Toma, nicht Terra Whoops. Das ist die neue Messeinheit für Fails. Terra Whoops. The Bailed, Speed Up. Dark Bum, finde ich gut. Verwandelt rote Herzen in Spirit Herzen. Oder Kamikaze fliegen oder Kamikaze spinnen. Dann vernailen wir uns mal noch kurz. Zerstören hier so ein paar Steinchen. Und verschwinden dann auf den nächsten Floor. Joink. So. Utero 2. Natürlich. Arcade. Sehr gut. Ich sage, lass das Glücksspielerchen beginnen.
Spielen wir mal ganz gemütlich weiter. Okay. Okay, leider kein HP-Upgrade. Rote Herzen. Ja, Duck Bum hat gerade einiges zu tun. Okay. Schild ist aktiv. Dann spielen wir hier gerade nochmal ein bisschen. Spirit Herz. Und weiter im Text. Whoops. Ne? Als weiter immer drauf. Haufen Cash. Ja. Wieder keine Drops. Aber das macht nichts, wir sind sowieso nicht ouch an Geld interessiert. Ja. Oh, Schlüssel, schön. Okay, dann schnappen wir uns mal schnell die Bomben, machen hier mal schnell Rums. Volles Leben. Halbes rotes Herz, perfekt. Ja. Wenn wir jetzt noch einmal spielen. Oder mehr. Child's Heart, erhöhte Drop Rate für rote Herzen. Komm, spielen wir nochmal eine Runde. Okay, und sind hier durch. Gehen wir mal nach rechts. Fliegen. Truhe. Rotes Herz. Judgment. Dark Bum. Gracias. Haben wir hier ein paar Doppelwies, weil es so schön ist. Ein paar Freds. Truhe. Yo. Wäre beides ganz cool, aber beides auch irgendwie nicht mehr so wirklich wichtig. Du bist tot. Rotes Herz. Rotes Herz. Spirit Hearts. Merci. Oh, dang it. Champion Guts. Schlüssel. Dann nailen wir mal schnell. Checken mal die Steine. Du bist Paralysis? Na, kein Interesse. Noch ein Big Guts. Ein paar Small Guts. Und ein leerer Raum. Fistula. Bombenfliegen Fistula. Ganz klassisch. Hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Okay, Judgment. Ich will immer Judgment sagen. Dark Bum, bitte danke. Du bist tot, du bist tot. Okay. Kurz warten und tschüss. Boss. Nope. Anuswolken. Schönes Feeling, die zu one-hitten. Okay, wir brauchen noch einen Raum. Dann haben wir unseren Nail wieder einsatzbereit und können uns da den einen mit den ganz vielen Steinen vornehmen. Checken wir mal den hier. Oh, ein Haufen Blast Assists. Schön. Alles, was ich machen muss, ist eigentlich nur in die eine Richtung schießen. Ja. Okay, Nail einsatzbereit. Mal schauen, ob wir hier drüben was Schönes finden. Yep, eine goldene Truhe. Das heißt, da war gerade ein Tinted Rock. Oh, und ein Retro Room. Ah, dang it. Jetzt habe ich ein rotes Herz eingesackt. Und ein Black Market. Black Market. Gibt's denn hier? Boomerang. Boom. There's Options und eine Map. Das nehmen wir beides mit. Dir können wir ein paar Schlüssel geben. Wir können ja hier hin und her spielen, wenn wir wollen. Na? Na? Drop. Drop. Bombe. Okay. Komm. Komm. Nope, Tarotkarte. The Hermit. Teleportiert uns in den Shop. Und die Blue Map, Secrets, zeigt uns die Location von Secret und Top Secret Room. Hey, hey. Na, komm schon, drop was. Goldene Truhe. Nein, rote Truhe. Zwei Pillen. Tears up. Joink. Are you a wizard? Nope. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, okay, da. Und das ist eine Tür auf den nächsten Floor. Jut, jut.
Dann sind wir jetzt wieder hier. Checken wir mal schnell hier drüben. Secret Room. Show me your secrets. Noch ein Spielautomat. Jagen wir auch wieder ganz gekonnt in die Luft. Schlüssel. Nehmen eine Abkürzung hier rüber. Und wir sehen ja jetzt glücklicherweise dank der Map das Layout des Floors. Dann kennen wir die LOL-Faces. Whoop. Dang it. Der saß, gebe ich zu. Und Minibosskampf gegen Last. Sehr anhänglich. Kleingeld. Eine Luck-Up. Noch ein Schlüssel. Und zwei Telepills. Oh. Ah, willkommen zurück in der Arcade. Hm. Gut, dann, nee, den Counterfeit Penny wollen wir nicht. Wir wollen das Curved Horn behalten. Zuckeln wir nochmal schnell hier rüber, schnappen uns die andere Telepills und das Kleingeld, wenn wir eh schon dabei sind. Und, joink. Ah, it lives. Hi, it lives. Na komm. Whoop. Und als raus mit dem Damage. So wie sich's gehört. Ah. Na komm. Okay. Okay. Und das war das. Dang it! So, wir haben das Polaroid, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir wollen erstmal ganz kurz nach da rechts. Der. Shit. Oh, Spirit Herz, dankeschön. Dang it! Truhen, rote Herzen. Nope. Balls of Steel. Kommt genau gelegen. Und ein Ranger. Und hier, weil es so schön ist, haben wir nochmal ein Dingel. Fatality. So, checken wir mal den Top Secret Room. Vielleicht ist es ja der mit den ganzen roten Herzen. Nein, das ist einer mit einem schwarzen Herz. Hier gibt es noch ein Spirit Herz. Da wir unseren Nail einsatzbereit haben, würde ich jetzt doch durchaus noch schnell die anderen Räumchen hier checken. Wer weiß, vielleicht finden wir was Tolles mit vielen. Whoop, dang it. Fails. Dang it. Große Trollbombe. Nope. Piss off. Spirit Herz, Bombe. Kleingeld, volles Leben. Und ab auf. Na komm. Jank. Ja. Polaroid, ne? Ja. Die Chest. Beziehungsweise in dem Falle jetzt erstmal die Cathedral. So, Cathedral. Hallo, hallo. Ja. So wie es aussieht, würde ich sagen, erstmal nach rechts. Hänger. Zwei Truhen. Rote Herzen. Nein. Matchstick. Erhöhte Brom. Bla, 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 bla. Erhöhte Drop Rate für Bomben. Gertie Jr. erledigt. Nailen wir uns mal fix. Spirit Hearts. Schön. Was seid ihr? Range Ups. Einmal und noch einmal. Unsere Stats sind ziemlich klasse, muss ich zugeben. Goldene Truhe. Rote Herzen. Und ein Spirit Hearts. Kamikaze Spinne von Judgment verursacht das 2,5-fache unseres Base Damage. Ja. Mehr Truhen. Bombe. Und der Kopf vom Head of Horseman. Mist, da bin ich genau reingelaufen. Ja. Ey, zwei Spirit Herzen. Schön. Wir bauen uns wieder so einen kleinen Cache auf. Noch eine Truhe. Lieben gern. Mehr rote Herzen. Eine normale Spinne. Knochen trocken und Death. Geslowed. Finde ich nicht cool. Ah, Mist, da war ja noch ein Knochen trocken. Oh. Du bist futsch, du bist futsch. Du bist futsch und du bist futsch. Dann haben wir jetzt erstmal schnell das Pony ausgeschaltet. Das war Death. Knight 1 und Knight 2. Nell ist einsatzbereit. Dann nailen wir uns doch mal schnell.
Wir lassen uns ja sehr gerne nageln. Zerstören die Pötte. Up, der Quarter. Hallo, Quarter. Und ja, das hatte ich mir schon fast gedacht hier. 4 Refs ist ziemlich übel. Mehr oder weniger. So, da ist unsere Rage- und Verwundbarkeitsphase. Berserk-Modus. Super Ref ist tot, normaler Ref ist tot. Jetzt noch ein paar Bomben. Und ein Bosskampf gegen Isaac. Hi, Isaac. Upp, dang it, der saß. Ja. Da ist wieder ein bisschen Unverwundbarkeit. Nehmen wir wieder Abstand. Ups. Projektile. Okay. Schnell den Fötus zerstört. Und das war die perfekte Spawn-Position für Isaac gerade. Autsch, dang it. Weil es so schön war, gerade nochmal. Gleich haben wir's. Ja. Nochmal schnell hier runter. Und das dürfte dann Isaac gewesen sein. Hey, hey. Nail ist auch nochmal einsatzbereit. Den nehmen wir uns aber für die Chest auf. Willkommen in der Chest. Joink. Okay. Ball of Tar. Hourglass. 2020. Double Shot. So, jetzt schießen wir 2 Polyphemus-Tränen. Ball of Tar. Wir verbreiten Slowing Creep. Und wir gehen nach hier unten. Ah, Doppelmonstro 2. Jupp, dang it. Okay, da ist unsere Rage. Ganz kurz in Deckung gehen. Der erste Monstro 2 ist tot. Der zweite Monstro 2 ist tot. Spirit Hearts vom The Nail und weiter nach hier unten. Pff. Du machst nicht viel. Nee, eben nicht. Doppeltruhe. Rosary, Faith Up, gibt uns ein paar Spirit Herzen. 3 Stück finde ich toll. Gucken wir mal hier. Lass das tot. Greed ist hinüber. Und Ref geht auch flöten. Firemind, Flaming Tears. Und Bob's Rotten Head, Ice Baseball Bombe. Doppelglutton. Hatte uns nicht viel entgegenzusetzen. Eins von den 9 Items, die wir noch nicht gesehen haben. Death's Touch, Penetrative Shot und Damage Up. Okay. Get wrecked, Scrubs. Why not? Mom's Eye. Wir schießen in beide Richtungen durch unseren hohen Luck-Wert. Dann killen wir dich und dich. Oh, wow, das gefällt mir. Du bist fertig, du bist fertig. 2 Schlüssel. Oh, jo, dann gehen wir nochmal schnell zurück. Sad Bombs, gefällt mir. Tierblasts, plus 5 Bomben. Nehmen wir jetzt auch nochmal ein paar Bomben. Oh ja, das will ich jetzt sehen. Yup, enough said. Kein Kommentar. Das ist unser Secret Room. Kleingeld. ich will das jetzt sofort testen. Hallo, War. Ciao, War. Bye, Famine. Gehen wir doch mal gemütlich hier rüber. Ratchet. Eigentlich die schwierige Variante der Widow. Eigentlich. Yumheart. Und Sister Maggie. Wir sollten Yumheart kurz aufheben. Gluttony, Rev, Greed, Steam Sale. Items im Shop kosten nur noch die Hälfte. Anemic, Toxic Blood, Ouija Board, Spectral Tears. Haben wir hier Little Chad.
GG. Ah, keine Items. Schade. Pff, lol. Wunderbar, wunderbar. Also ganz im Ernst, den Seed müsst ihr nachspielen. NW9ZTW2B. Dukes. Schüssikowski. X-Ray Vision und Rotten Baby. Spawned Kamikaze fliegen, die das doppelte unseres Base Damage verursachen. Die können wir auch öffnen. Mom's Wig. Spawned Kamikaze Spinnen, die das doppelt uns, das zweieinhalbfach unseres Base Damage verursachen. Ups. Der saß. Der aber auch. Thunderface. HP Up, Speed Down. You feel Stompy. Das heißt, wir können ganz gekonnt Steine zerstampfen. Und die Satanic Bible gibt uns ein schwarzes Herz bei Benutzung. Wir bleiben aber beim Nail. Haben wir hier auch ganz gechillt ein paar Girdlings. Zwei Schlüssel. Oh, haben wir hier noch ein bisschen The Cage. Ouch, dang it. Egal. Du bist dann auch dood. Mehr Truhen. Number one. Und Pinking Shears, richtig? Ja. Damit können wir uns den Kopf abtrennen. Joink. Und ein bisschen rumfliegen. Unser Körper ist unterwegs wie in Stufe sowieso Meat Boy. Und dann wären wir hier auch schon wieder durch. Gucken wir mal hier. Hier gibt's nigges. Dann fehlen uns jetzt noch zwei Räume. Plus, minus. Dann gehen wir einfach hier durch. Hier lang. Hier durch, hier dran vorbei und mal schnell hier rein. Eternal Heart, HP Upgrade, wenn wir es mitbringen können auf den nächsten Floor, aber für uns gibt es keinen nächsten Floor, also lassen wir das einfach da liegen. Dann checken wir doch mal ganz gekonnt hier unten. Polycephalus, kein Problem. Der ist umme. Haben wir hier. Oh, the Horn, oh, Payback, Bitch. Karma, Schlampe. Tschüss. Keine Items. Oh. Und dann gehen wir mal nach hier. Oh, zwei Sloths. Tschüssi. Ah, Bob's Curse. Unsere Bomben verursachen Poison Damage. Also, einmal verursachen sie Damage und zum anderen verursachen sie auch noch Poison Damage over time, so wie der Virus. Nur halt mit Bombe. Ohne dass wir Kontaktschaden bekommen. Dann heben wir nochmal schnell alles an Items auf, was hier rumliegt. Oh. Und gehen nach hier rechts. Halli, hallo, hallöle, Blue Baby. Na, wie gefällt dir das? Ich tank das jetzt einfach. Tschüss. So, und damit hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.